Ein herzliches Willkommen und hallo liebe Freunde des Siedelns zu einer neuen Folge Let's Play Die Siedler 3 mit Medium Nature. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wir sind mit der Römerkampagne durch und wir spielen heute oder auch in den nächsten Folgen zum ersten Mal eine erstellte Map. Und zwar handelt es sich dabei um die Map Gold and Wine von Abu Daif. Die hat er mir freundlicherweise zum Aufnehmen zur Verfügung gestellt. Wir starten hier unten in dem Kleinen, das sieht man vielleicht so ein bisschen. Und ja, das ist die Map. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, wo die Gegner sind. Ich spiele sie jetzt auch zum ersten Mal, die Karte. Von daher werden wir gleich mal sehen. Und unsere Aufgabe ist einfach, die Siedlung des Asiaten und des Ägypters zu erobern. Und that's it. So. Ich denke, als erstes werden wir versuchen müssen, hier zu diesem Berg zu kommen. Aber da werden wir uns so ein bisschen überraschen lassen. Das wird eine ganz schöne Strecke sein, zumal die Map auch relativ groß ist. Werden wir mal sehen. Und ich bin mal sehr gespannt darauf, wie es laufen wird. Und ob ich das, was ich gelernt habe, umsetzen kann. So, wir starten hier schon mal direkt mit einer kleinen Landschaft. Und jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen bei mir den Ton ein bisschen leiser machen, weil sonst fliegen mir gleich die Ohren weg. So, und was wir jetzt als erstes machen natürlich, ist erstmal Türme abreißen. Und die Soldaten schicken wir schon mal hier hin. So, und auch hier abreißen, jawohl. Abreißen, jawohl. So, das reißen wir erstmal alles ab. So, die können wir auch schon mal hier in die Mitte stellen, weil die Burg werden wir stehen lassen. Alles andere wird niedergerissen. So, wir sehen jetzt auch nicht so ganz, wo unsere Grenzen sind. So in etwa. So, auch hier, das reißen wir weg. Ich würde schon sagen, mein Haupthaus habe ich nicht weggerissen, das ist gut. So, das alles hier weg, die ganzen Türme, sodass nur noch die Hauptburg stehen bleibt. So. Und dann fangen wir als erstes mal an, unsere ganzen Rohstoffe zu produzieren, sprich Holz, Stein und so weiter und so fort. Und das beginnen wir einfach mal hier. Oh, hier steht noch ein Soldat. Können wir mal hier zum Stein schicken, dass wir da gleich Steine abbauen können. Das wird auch, glaube ich, das erste, die ersten Gebäude, die ich baue, Steinmetze. Und dann kann man einen mal dahin schicken und den schicken wir mal dahin. Einfach mal so die Vektoren erkunden und den schicken wir mal dahin. So, dass wir einfach so ein bisschen sehen, was hier so auf der Karte los ist. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, und dann fangen wir mal an zu bauen. Und zwar 5 Steinmetzhütten. Und Nummer 5. Alles klar, dann kann der auch schon wieder zurück. Also gut, Material haben wir genug. Das heißt, wir können auch anfangen, hier unsere Holzwirtschaft aufzubauen. 4, 5, 6 und 8 Stück. Außenrum verteilen wir 3 Osthäuser, deren Mittelpunkt setzen wir mal, wobei den Mittelpunkt können wir eigentlich so lassen. So, und dann noch 3 Sägewerke. So, damit sind wir schon mal damit durch. Jetzt heißt es einen kurzen Moment warten, weil das wird jetzt ein Momentchen dauern, dass alles fertig ist. Auf jeden Fall großzügig mit Waren ausgestattet worden hier. Das schon mal. So, jetzt gucken wir mal, ob Kameraden hier irgendwas finden werden. Hier ist schon mal so eine kleine Landbrücke, wo es rüber geht.
So, ansonsten gäbe es noch was zu tun. Ja, wir können auch schon mal das erste mittlere Wohnhaus direkt in Auftrag geben. Oh, hier haben wir direkt was gefunden. Waren und das nicht zu knapp. Da schicken wir gleich mal. Haben wir noch ein paar Pioniere? Ja, da müssen wir machen. So, schicken wir mal ein paar Pioniere direkt hier hin, die dieses Land für uns einnehmen. Dann bauen wir so eine Straße praktisch zu unserer Siedlung. Teilen sich die Wege auch so ein bisschen. Oh, hier haben wir Steinvorkommen. Das ist sehr gut, weil das wird. Ja, mal gucken, wie lange das halten wird. Also mit 5 Steinmetzen auf jeden Fall nicht so lange. Wichtig ist vor allem, dass wir möglichst schnell zum Berg finden dann. Deswegen da so eine Art Straße hinbauen mit Pionieren. Oh, jetzt auch mit Absicht mit Pionieren. Ganz einfach deswegen, weil ich finde, es lohnt sich nicht, Türme zu bauen, man direkt danach wieder abreißt. Wobei ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was schneller ist, gerade wenn man so einen gezielten, was gezieltes, so eine gezielte Straße bauen möchte, ob da Türme schneller sind oder tatsächlich Pioniere. Der Vorteil von Pionieren ist halt einfach, wie gesagt, es steht kein Turm. Entsprechend werden unsere Gegner nicht zu einem Angriff verleitet. Oh, hier oben ist Berg. Da bleiben wir mal. Gehen mal, folgen mal den Berg nach unten. Da ist auch nochmal Stein. Und hier sind wir anscheinend auf der anderen Seite angekommen. Dann lassen wir mal weiterlaufen, bis wir am Ende dran ist. Aber deswegen werde ich dann zeitnah zusehen, dass wir da so ein ganzes Bataillon an Pionieren bekommen, die ja für uns arbeiten. Deswegen können wir hier schon direkt das nächste Wohnhaus hinballern. Hier sind eh überall schon die Materialien vorhanden. Das muss nur noch hochgezimmert werden. Aber das sieht doch versprechend aus. So, noch mehr Berg. Oh, hier liegt auch wieder Material. Anscheinend. So, hier haben wir Sumpf. Okay. Und hier sind wir jetzt fast am Ende, oder was? Also hier treffen wir dann auch wieder auf diese alte Straße. Ja, das heißt, da ist unser Ziel hinzubauen. Als nächstes. Hier wird auf jeden Fall gerade das Wohnhaus hochgezogen. Das heißt, unsere Holzwirtschaft steht dann auch für fast. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich eine Meldung bekommen, dass hier gerade keine Bäume zur Verfügung stehen. Das liegt einfach daran, dass die hier gerade erst gepflanzt werden. Und hier nehmen unsere Pioniere fröhlich das Land ein. Das ist sehr gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich meine ganze Waffenproduktion hier im Anfangsbereich hinbauen sollte oder lieber hier hinten bei den Bergen. Da bin ich mir. Oh, da oben hat er Feindesland entdeckt. Unser lieber Soldat. Oh, ne, tatsächlich kommen sie auch schon angelaufen. Das sind die Ägypter. Können wir mal so ein bisschen die Grenze erkunden. Wir haben auf jeden Fall schon mit großen Soldaten. Oh. Da müssen wir uns ein bisschen zurückziehen. Da erkunden wir hier so ein bisschen die Grenze. Was die Kollegen hier so alles haben. Hier sind wir wieder bei unserem Standard. Ne? So, und dann machen wir das erste Mal hier. Der jetzt eingenommen.
Also siehst du, da sind auch schon die ersten. Potenziellen neuen Pioniere. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, was sinnvoller ist, die komplette Maschinerie unserer Produktionsstätten hier bei Berg in Bergesnähe zu bauen, da jetzt möglichst schnell einfach hinzukommen. Ich glaube fast, das macht Sinn. Wir das tun. Und hier dann eben sowohl unsere Nahrungsmittelproduktion als auch unsere Rüstungsindustrie aufzubauen. Zimmern wir hier hinten doch nochmal ein großes Wohnhaus hin. Mehr Pioniere und so. Und dann nehmen wir hier schon mal mit den Pionieren, nehmen wir doch hier schon mal den Bereich ein. So, was haben wir hier? Na, wir finden jetzt gerade keinen Baum mehr. Das muss jetzt erstmal ein bisschen nachwachsen. Das ist aber nicht weiter wild. Wege haben wir auf jeden Fall auch genug für die Wohnhäuser zu bauen. Ja, ich weiß, ihr habt gerade alle kein Holz. Das ist bedauerlich, aber gerade nicht zu ändern. Und wie gesagt, bauen wir hier so eine Straße dahin. Das ist ja auch gar nicht so weit. Du findest auch kein Holz mehr, ich weiß. Das ist schade, dass du da kein Holz hast. Hier sind wir auch an der Grenze. Weiter. Gucken wir mal weiter, ob wir auch noch unsere anderen Feinde finden. So, ja, komm, es wächst doch schon hier nach. Guck mal da, hier. Überall neue Bäume. Haben wir hier in der Mitte. Setzen wir jetzt auch nochmal ein Forsthaus. So, na, mal da auf jeden Fall genug. So, da braucht es noch Stein, der muss dann nur noch hintransportiert werden, weil der alte Stein verbraucht ist. Sieht schon lustig aus, wie sich das so fortentwickelt. Hier noch hin. Hier kommt auch schon mal dahin. Sieht doch gut aus. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Land am Berg gesichert. Die können wir mal dahin. Können auch schon mal dahin. Oh, hier ist auch noch mal was. Das heißt, da müssen wir auch noch mal einnehmen dann. So,
Und da kann man auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen mehr Land einnehmen, weil hier werden wir dann auch unsere Nahrungsproduktion aufbauen. So, wie sieht das hier aus? Wohnhausbau noch ein bisschen. Was wir aber hier schon mal bauen können, das fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist ja unabhängig davon. Und zwar unsere Weingüter. So, Weingüter und kleine Tempel. Nochmal zwei Stück. So, das kann man nämlich davon unabhängig machen. Von der Position. So, hier die setzen wir, ziehen wir jetzt aber auch mal ein bisschen ab hier. Kollegen. So, ihr könnt dann schon mal dahin. Und ihr macht dann da. Da. Dann haben wir die Straße auch schon gebaut. Kann man ja dann noch weiter erweitern. So, da kann man die Pioniere einfach machen lassen. Oh, hier haben wir ein bisschen den Pfad verloren. Unseren ägyptischen Nachbarn. Auf jeden Fall ein Geologe in der Nähe. Da sind wir auch schon wieder an der Grenze. Und wir haben ein paar gute Minen am Laufen hier. So, jetzt müssen wir mal langsam mal gucken, wo hier nochmal Stein ist. Also hier ist anscheinend kein Stein in der Nähe. Das heißt, für Stein muss ich wahrscheinlich da oben hin. Na, hier sind jetzt auch Siedler fertig. Da lassen wir so ein bisschen laufen, dann kommen da auch wieder jede Menge Pioniere raus. Und mit denen werden wir uns so ein bisschen den Weg nach oben arbeiten, zu den Steinquellen. Weil hier habe ich jetzt keine Steine mehr gefunden. So, wir können mal hier ein bisschen gucken, ob hier unten vielleicht noch Steine sind. Damit nehmen wir mal hier einen. Oh. Weg mit dir, weg, 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 weg. Das will ich mal angucken. Vielleicht kann ich da ein bisschen trollen. Hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, aber Freunde, hier der Weg ist auf jeden Fall fertig. Das heißt, ich kann bei Zeiten anfangen, da meine Industrie aufzubauen. Das können wir jetzt dann schon mal beginnen. Und zwar kommt dann hier in. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Waren wir haben. Da. So, wir haben 6 Sicheln, das passt perfekt. Oh, ich baue nur für den Baum hier hin. So, Wasserwerke können wir schon mal 2 hier hinzimmern. So, dann ein Bauernhof. Bauernhof. 2. Hier. Passt jetzt gerade nicht mehr. Und noch. Hier einen Baum hier oben. Bauen wir die 2 Mühlen hin. Hier bauen wir dann auch die Bäckereien hin. 3, 4, 5,
Da muss erst noch ein bisschen mehr Platz geschaffen werden. Dann wird das auch. So, die setzen wir mal lieber. Wo sollt ihr erweitern? Ihr sollt lieber nach hier oben erweitern noch. So, wie sieht das hier aus? Oh, hier haben wir noch mal ein bisschen Eisen und Dings. Oh, und hier haben wir Steine. Das ist sehr gut. Da sind wir ja doch relativ nah dran. So, was macht erstmal ihr das, ihr Leute? Ja, sehr schön. Da ist nochmal ein großes Steinvorkommen. Das wird sich so automatisch einnehmen. Das passt. Gut, das haben wir jetzt alles. Ja, bleibt eigentlich erstmal nicht mehr großartig viel zu tun. Was ist gebaut? Das, die Leute laufen hin. Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen. Und das soll es dann auch für diese Folge. Wir speichern mal schnell. Soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch fürs Video. Wenn nicht, dann eben nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Siedler Man mit dem Nature. Macht's gut.